Ich hatte vorher, vor 1.8, noch in der 1.7 hatte ich mir eine riesen Burg gebaut. Alles ohne Cheats. Und dann habe ich da, was habe ich denn? Moment mal, ich habe allein für das Schloss ohne die Mauer habe ich 5 Zweierkisten Cobblestone verbaut. Da könnt ihr euch ausmalen, wie lange ich dafür unten in der Mine gestanden habe. Das waren schon so ein paar Stündchen. Ja, und jetzt mit 1.9 neue Biome und so. Ich hatte zwar erst überlegt, ich habe mir ein Portal gemacht, bin in Nether gegangen. Bin dann im Nether, ich weiß nicht, habe mir dann, glaube ich, einen 200 Punkt langen Weg gebaut. Also 200 Block langen Weg, meine ich. Und bin dann im Nether, habe dann im Nether ein zweites Portal gebaut. Die Blickrichtung wird ja beibehalten und dann wird der Weg, den man im Nether gegangen ist, also wenn ich da bin, ich glaube ich 300 Blöcke weit gegangen, oder 200, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube 300, wenn man dann im Nether ein Portal aufstellt, wird diese Zahl, die man gelaufen ist, also die Entfernung, mit 8 multipliziert, glaube ich, ja, mit 8, und die dann in der normalen Welt wieder aufgestellt, heißt, dann wäre ich 8, 16, dann wäre ich quasi in der normalen Welt, wenn ich jetzt ins Portal gehen würde, im Nether dann 300 Blöcke nach vorne gehen würde, wäre es so, wie wenn ich jetzt von hier einfach 2400 Blöcke geradeaus gehen würde. Also so kann man sich auf jeden Fall einiges an Zeit sparen. Dann hatte ich erst überlegt, ob ich nicht einfach dann so das mache und dann eine Prä-1.9 Welt sozusagen in einer Welt alles vereint habe, aber ich weiß, ich hatte mir dann überlegt, ich mache doch einfach ein YouTube-Let's Play. Warum nicht? Kann ja nicht schaden. Wer Spaß daran hat, guckt sich's an. Gut. Und hab mir dann überlegt, dann fange ich doch einfach eine neue Welt an und lad mir auch 1.9, weil 1.7 ist so ein bisschen out of date, ne? Bisschen ist wahrscheinlich gut. Aber ich kenne auch viele Leute, die spielen nur noch mit 1.7, weil die auch die Biomgeneratoren der 1.8 Version nicht mögen. Also Biome kennt ihr ja. Ein Biom ist sozusagen, ja, dieser Wald hier, das ist ein Biom. Eine Wüste ist ein Biom. Der Ozean ist ein Biom. Und die waren halt vorher viel kleiner. Weil wie man sieht hier, solche Riesenwälder, die hätte man früher nicht gehabt. Oder solche Ozeane, wie ich eben schon sagte. So. Gut. Och, das muss jetzt aber nicht sein. Was mache ich denn? Ja, jetzt habe ich Kohle reingeschmissen. Jetzt kann ich hier auch... Oder warte mal. Ah, nein, doch nicht. Ich wollte schon sagen. Jetzt kann ich hier auch... diese 6 verbraten für Holzkohle. Wenn ich schon die Kohle angefackelt habe. Ich wollte nur diese Wooden Planks haben. Genau. Ich habe ein bisschen Angst hier, muss ich ehrlich sagen. Mit dieser offenen Sicht hier und der Nacht und irgendwie. Ich glaube, das ist mir noch nicht so ganz geheuer. Ich mache da einfach mal Folgendes, damit ich es einfach gar nicht vergesse, dass ich hier was reinzimmern wollte. Mach ich so. So, vergesse ich das nicht. Ja, gut. Hatte geguckt, ob das nicht vielleicht sogar gut aussieht, aber ich glaube, ich lasse es dabei. So. Du auch. So. Hui. Ach, und wenn ihr noch nicht meine anderen Minecraft-Videos gesehen habt, ich habe da einen Top 3 der Texture-Packs aufgestellt, meine Top 3, die mir am besten gefallen. Jeder hat einen verschiedenen Geschmack. Das könnt ihr euch gerne mal angucken. Vielleicht findet ihr auch tolle. Da habe ich auch dieses Texture Pack drin. Findet sich am 3. Platz. Und ja, dann habe ich noch ein Video gemacht. Genau, und zwar hat der User Disco eine Map erstellt. Das ist wie eine Art Arena. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja, das ist... Moment mal. Das ist wie eine Art Arena.
Drückt man auf ein Knöpfchen. Gut, das ist nicht gut, sagen wir nicht. Ich bin hier, glaube ich, ein bisschen durcheinander gekommen. Moment mal. Das muss ich mir von oben angucken. Drückt man auf ein Knöpfchen und dann spawnen Mobs und dann ist eine Runde und dann ist auch ein riesen Display, wo man die Runde ablesen kann. Das ist schon echt nicht schlecht, was der da auf die Beine gestellt hat. Und alles nur mit Redstone. Also 5, 6, 7, 8. 8! Ich wollte doch 10. 2, 4, 6, 8, 9. Ja. Schön symmetrisch, aber ich lasse das jetzt stehen. Ich habe jetzt keine Lust, hier nochmal die Wand runterzureißen. Ist mir jetzt ehrlich gesagt schnuppe. Oder was auch immer. Hier könnte man auch einfach eine Mine machen. In den Keller. Dass man runter in die Mine gräbt. Dazu muss ich aber ganz weit runter. Ja, sagt mir doch einfach, was ich tun soll. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht, woran ihr Spaß habt, zuzuschauen. Das ist jetzt wahrscheinlich gerade nicht so das Spaßigste, aber es ist Nacht. Wir haben keine Schafe. Daher haben wir kein Bett. Deswegen müssen wir die Nacht so überstehen. Und wir haben Eisen gefunden. Na Mensch, ja, es lohnt sich ja immerhin. So. Lalala. Regen. Ich hasse Regen in Minecraft. Mir gefällt der Regen einfach nicht. Der nervt. Ganz ehrlich. Dadurch bleiben vor allem auch die Zombies am Leben. Das mag ich gar nicht. Mensch. Kann es jetzt nicht bitte aufhören zu regnen? Tsching. Schade. Das wäre jetzt echt lustig gewesen. Naja. Auf jeden Fall holen wir uns da noch das Eisen weg. Oh, unsere Spitzhacke ist bald kaputt. Hoffentlich reicht sie. Nein, das ist doch doof. Egal. Nützt alle nichts. Neue bauen. So. Ich wollte vielleicht mit Eisenhacke machen. Das lohnt sich ein bisschen mehr. Und wieder ein Standbild. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Normalerweise habe ich hier keine Standbilder. Aber naja. Egal, wir haben jetzt gerade das Eisenhack. Haben auch schon fast wieder die Spitzhacke raus. Ohne fast. Unsere Schippe, wo ist unsere Schippe? Ach ja, die haben wir schon lange nicht mehr. Aber ich bin auch so ein bisschen verpeilt gerade wieder. Ich hätte es ja gerade mitmachen können. Die Schippe. So. Eine Leiter muss ich mir auch mal bauen. Ich grab mich immer wieder nach oben und nach unten. Auch nicht das Wirtschaftlichste. So. Komm, da machen wir auch noch Holz rein. Nein, nicht da. Da. Genau. Dann überlege ich gerade. Ja. Soll ich oder soll ich nicht? Nein, ich soll nicht. Ich lasse das erstmal so. Hauptsache, ich krieg jetzt erstmal langsam hier oben die Wand fertig. Ich bin auch schon so ein bisschen am Arbeiten. Ich sehe auf jeden Fall keinen Creeper. Okay. Ich glaube, in Sicherheit zu sein, aber da kann man sich ja nie sicher sein. Das ist das Problem. Warte. Wieder irgendwas. Oder sind das Grafikfehler? Gut. Ich glaube, das sind Grafikfehler. Aber wahrscheinlich eben auch kein Enderman. Kein Entenmann. Sondern Grafikfehler. Na, so. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. So, Bäumchen. Ich werde dich fällen.
Du stehst ja noch. Nun ja. Was will ich jetzt eigentlich ungern machen? Vielleicht dann wieder reinkommen. Aber egal. Ich mach's einfach. Ich mach dann einfach so. Zack, schnell wieder rein. Aber ganz schnell. Ich dachte gerade, das wäre so ein elendes Creeper-Gesicht. Naja, habe ich ja nochmal Glück gehabt gerade. Basteln auf jeden Fall erstmal zwei Türen. So. Dann habe ich schon mal eine Doppeltür. Wo klatsche ich die denn hin? Ja, wo klatsche ich die denn hin? Da ist der Keller. Ich glaube hier. Hier ist ein guter Platz. Ja. Ja, so. So ist gut. Nein. So. Es wird morgen. Ich höre noch keine Creme. Creme, nicht Creme. Das haben sie auch noch nicht lange. Hatte mal einen Mod da, haben sich dann beide Türen geöffnet. Wenn man eine geöffnet hat, wenn man eine Doppeltür hatte. Das war echt kein schlechter Mod. Das ist ein bisschen nervig. Das sollten sie auf jeden Fall mal so einfügen. Alter, wie ist das jetzt so? Nehme ich diesen einen Block so extrem unsymmetrisch aus? Ich verstehe gar nicht warum. Vielleicht war die F hier. F und W. Noch auf 90 hab. Ja, sieht. Nee. Sieht immer noch ein bisschen gestretched aus. Aber egal. So, Dach. Beziehungsweise zweite Etage. Mit Balkon. Hey. Ganz luxuriös. Nein, nicht. So. Ja, da könnt ihr euch dran gewöhnen. Wenn ich sowas baue, da passiert sowas hier öfter. Ich weiß ja nicht, wie ihr sowas macht, aber ich baue dann immer von unten und dann mache das ganz, ganz schnell mal vor. So. Ach Mensch, ich mag keinen Regen. Ein bisschen Sand sammeln, damit wir hier mal dieses Panorama, diese Panorama-Ecke reinkriegen. Oder? Ja. Wäre nicht schlecht, was? So, da setzen wir einen hin. Da. Die können dann einmal nach oben gesetzt werden. Und ja. Aber das Endleiter ist doof, ne? Ich glaube, das machen wir schon eher mit einer Treppe. 4 reicht nicht. So. Mist. Und hier kommt dann nämlich Wand hin. Geht es dann nämlich weiter. So, habe ich hier schon mal eine Doppeltreppe. Kann man auch so lassen. Ja. Hier mache ich dann eine kleine Leseecke rein. Ich mache da jetzt erstmal. Nee, doch nicht. Mache ich doch nicht. Oder? Nein, mache ich doch nicht.
Das ist auch noch nicht gefixt. Naja, egal. Widerstandbild. Und die werden immer heftiger, das verstehe ich gar nicht. Was soll das denn? So. Gut. Ja, so langsam. Langsam nimmt es Form an. Sieht zwar noch aus wie ein Block.